Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Pokémon Part. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir einiges an Pokémons gefangen gehabt und ja, heute ist unser Ziel, zu diesem Arenaleiter hier zu reisen. Also wirklich straight up dahin. Jetzt nicht wie in den sonstigen Parts immer von 10, 20 Pokémon ablenken lassen. Die will ich heute mal ignorieren. Wir wollen heute einen weiteren Orden holen. Da vorne, da wo es leuchtet. Habe ich das Pokémon Center hier schon mitgenommen? Dass ich mich hierhin teleportieren kann? Ich glaube ja. Ich muss mal kurz auf der Karte gucken. Wo komme ich denn überhaupt da anständig rüber? Da komme ich rüber. Okay, einfach nur dem Weg hier folgen. Ja, wie gesagt, die neuen Pokémon würde ich schon ignorieren, aber dich will ich eigentlich fangen. Die Tauros lassen wir in Ruhe. So, du bist das einzige Pokémon, das ich heute fangen werde. Mopex. Ist wahrscheinlich wieder eine große Version ein Feuer-Pokémon. Ich wurde gerade übelst vor den Taurossen belästigt. Also ich fliehe vor einem und mich greift direkt das nächste an. Die Taurosse, die sind mega aggressiv. Ja, ich gebe dir jetzt noch mal einen Katapult. Ein Wert des Mopex. So, und jetzt kriegst du Pökelsalz. Wurde es gesalzen. So, Superball, los! Und damit haben wir einen Mopex gefangen. Perfekt. Mopex, das Ried-Pokémon, ist kann mit 120 Stundenkilometer umherdüsen, während es einen Menschen trägt. Die Körperwärme der Person wärmt seinen Rücken und gibt ihm Kraft. Ich sehe doch schon, wie die Taurus mich belästigen. Die nerven so hart. Ich hab's mal von den Taurus weggeschafft. Die sind mir gerade wirklich übelst auf den Nerv gegangen. Die wollten aber auch Stress. Weißt du, man flieht vor einem, direkt greift das nächste einen an. Darf ich erstmal Pokémon heilen? Liegt auch eine TM. Psychofeld. Okay. Da ganz vorne soll auch eine Brücke einfach über sein. Ich nehme den kürzesten Weg. In das Blip. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass Mopex schnell ist. Nein, von den Taurussen halten wir uns fern. Die gehen mir nur auf den Keks. So, ich war jetzt noch einmal in dem Pokémon Center, damit ich es auch safe habe. Und jetzt wollen wir uns hier direkt an der Arena versuchen.
Ach, wer bimmelt mich denn da jetzt an? Ach, ne Mila. Bei der dritten. Du willst jetzt keinen Kampf mit mir, oder? Du denkst es zumindest? Ah, ich wusste es. Okay. Hier nicht so wirklich. Der Arena-Leiter muss wohl noch eine Folge warten. Ach, nur ein Wuffels. Wie viele Pokémon hast du denn? Drei Pokémon hat sie. Auf Level 21 offenbar. Wofür kriege ich easy down? Ja, ich kenne halt die Typen, ne? Ich glaube nicht, dass das einen Einfluss hat. Oh, habt ihr die Bilder da hinten gesehen? Cute. So, jetzt kommt Parmo, da habe ich noch weiterhin einen Vorteil. Redel, hast du überhaupt über diesen Kampf nachgedacht? Ich werde jetzt ein bisschen Schaden kassieren. Ich weiß jetzt nicht, ob du langsam genug bist. Du bist langsam genug. Ich habe sie die ganzen Flinkfedern übrigens gegeben. Der ist jetzt deutlich schneller. So, und jetzt muss mein Haupt-Pokémon ran. Ich habe übrigens zwei Trage-Items, die ich auch vergeben habe. Also Lokroko hat hier so Seegesang. Es heilt sich, wenn es Schaden macht. Wow. Ja, mach ruhig. Ich habe eh den Typen Vorteil. Und dann nutzt du Biss. Ich zeig dir, wie man richtig zubeißt. Ne, nicht Segesam, Muschelglocke war es. Entschuldigung, Leute. Und feuert an. Besiegt. Easy. Wir sind stark genug, Leute.
Ich habe halt gut trainiert. Und die EP-Bonbons von den Terra-Dingern sind echt OP. Ja. Du hast echt ein Faible dafür, oder? So, jetzt aber. Heilen kann ich nach der Aufgabe. Ja, der Herr. Das ist mein Name. Warte, was? Ich will dich. Es klingt aber mega easy, aber ich will nicht. Enigma TV. Ja, Mädel, alles in Ordnung. Moment, Arena-Leiterin. Perfekt. Warte, was? Nein, ich muss mich doch noch, ich muss mir doch noch die Haare kämmen. Ist ja gut. Schlendernden Gentleman? Ach, den. Der sieht sehr begeistert aus. Das Kamerasystem. Naja, Clickbait bin ich nicht so der Fan von. Also dann Schlenderman. Überhaupt keine Anspielung auf was anderes, ne? Okay, ich muss ihn über Kameras finden, ne? Wo könnte er nur sein? Finde den Schlenderman. Es ist doch eindeutig das Blitzer hier. Meint ihr nicht auch, Leute? Eindeutig. Ja. Ich muss gegen einen Fan kämpfen. Was hast du denn für komische Kleidung an? Muss ich nach jedem Fund jemanden bekämpfen?
Dann wird das ja easy. Wenn die so schwach sind. Also die werden wahrscheinlich alle mit Elektro-Pokémons hier stehen. Deswegen habe ich einen Vorteil. Die können gegen Seedieser nichts machen. Einfach weiter Lebensschüsse abfeuern. Dann fällt das Vieh schon um. Nein, ich habe verfehlt. So, Luxio wurde besiegt. So, jetzt konnte er sich ja wieder neu verstecken, ne? Wahrscheinlich wieder so ein Billo versteckt. So. Kurz gucken. Das ist nicht dein Ernst, ne? Also das ist mir wirklich auf den ersten Blick nicht aufgefallen. Und wieder gegen einen Pokémaniac. Oh, ein Zapladin. Ich sollte, glaube ich, aber erstmal mein Seedisal heilen. Du hast zwei Pokémon. Okay, der nächste hat dann wahrscheinlich drei. Tja, Läuterseits, ne? Negative Effekte funktionieren nicht. Ich mach mal TA-Kristallisierung. Ich werde vor dem Marineleiter eh noch mal ins Pokémon Center gehen. Ach ja, es hat ja Schwebe. Warte mal, Katapult, dann schwebst du nicht mehr. Ich gebe dir einfach eine Kopfnuss. So, und als nächstes kommt Vati in den Kampf. Du kriegst erstmal eine Ladung Pökelsalz. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Ich glaube, du hast dir mehr Schaden gemacht als mir. Ich hätte halt komplett vergessen, dass Zapladin Schwebe besitzt. Es war aus dem alten Teil das Pokémon. Ja, wahrscheinlich. Du bist wahrscheinlich wirklich der größere Fan. Da stimme ich dir vollkommen zu.
Du bist so mega unauffällig, Junge. Er ist doch bestimmt eines von den Pokémonster. Ich frage mich, ob Nikmara wusste, dass das der Schulleiter war. Ja, den Kampf werden wir wahrscheinlich erst nächstes Mal machen. Das war bisher die spannendste Arena-Prüfung und lustigste vor allen Dingen. Ja, wie gesagt, den Arena-Kampf gibt es aber erst nächstes Mal, weil die Folge schon ein bisschen lang ist und ich will sie ja in so 20 Minuten Zeitraum maximal halten. Wo ich schon ein bisschen drüber bin. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!